Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es am Mittwoch, den 6. Februar 2019 zu einem reinen Bundesliga-Duell. Vizemeister Schalke 04 trifft auf Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Beide Teams standen sich in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison bereits gegenüber. In Düsseldorf gewannen die Schalker durch die Tore von Weston McKennie und Guido Burgstaller im Oktober 2018 mit 2:0. In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr das DFB-Pokalspiel zwischen Schalke und Düsseldorf live im TV und Livestream sehen könnt. Außerdem informieren wir euch über die Möglichkeiten, das Spiel im Live-Ticker zu verfolgen. Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf. Alles Infos zur Partie im DFB-Pokal FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf Mittwoch 6. Februar 2019 20.45 Uhr Veltins Arena, Gelsenkirchen 62.271 Plätze Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf live im TV. Das Wichtigste vorweg: Das Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf wird nicht live im TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF zeigen zwar sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch je eine Partie, doch S04 gegen F95 ist nicht dabei. Am Dienstag wurde das Spiel zwischen dem BVB und Werder Bremen live in der ARD übertragen, am Mittwoch entschied sich die ARD für Hertha BSC gegen Bayern München. Die einzige Möglichkeit, Schalke vs. Düsseldorf live im TV zu sehen, ist folglich der Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel am Mittwoch ab 20.45 Uhr auf dem Sender Sky Sport HD4 zu sehen sein. Um das Spiel jedoch schauen zu können, braucht ihr ein Abonnement des Bezahlsenders aus Unterföhring. Je nach Paket ist dieses ab 19,99 Euro monatlich zu haben. Genauere Informationen zu einem Abo findet ihr auf der Sky Homepage. Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf im Livestream sehen. Parallel zur Übertragung im TV können Kunden von Sky die DFB-Pokalparty zwischen Schalke und Düsseldorf auch im Livestream verfolgen und so garantiert keine wichtige Szene verpassen. Sky Go ist hier der Schlüssel. Dank Sky Go könnt ihr das Spiel bequem auf eurem Smartphone, Tablet oder auch dem Laptop schauen. Ihr seid also nicht an euer Wohnzimmer gebunden und könnt den DFB-Pokal auch unterwegs erleben. Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker. Auch Fans, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf zu sehen, können dank der zahlreichen Live-Ticker während der 90 Minuten immer auf dem Laufenden bleiben. Auch Goal bietet einen solchen Ticker zu allen Partien des Achtelfinals im DFB-Pokal. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen, Schiedsrichterentscheidungen oder sonstigen Highlights versorgt euch der Tickerer noch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um das Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf. Schalke vs. Fortuna Düsseldorf. Die Aufstellungen. Sobald die Aufstellungen verfügbar sind, erfahrt ihr sie an dieser Stelle.